zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ja, ja. The Last of Us Remastered für die PS4. So, soll ich denen jetzt vertrauen, dass die hier, als sie hier lang gegangen sind, alles gelootet haben? Oder soll ich lieber selber nochmal kurz nachschauen? Ich schaue nochmal. Nicht, dass ich euch nicht vertrauen würde, Leute. Aber es ist nur zu menschlich, dass man einfach ein bisschen Loot manchmal... Niemand kann alles looten, ne? Es ist immer besser, wenn nochmal zwei extra Augen drüber schauen. Deswegen mache ich das jetzt mal kurz. Nope. Okay, ich glaube, die haben anscheinend wirklich alles. Aha, eine Puppe. Die haben die wohl übersehen. Okay. Na komm, chock ein bisschen schneller. Chock, chock, chock. Chock your booty. So, jetzt kommen sie bestimmt. Klicker. Oder anderes Gepilztier. Nein, noch kein Gepilztier. Aber schönes Gezwitschertier. Können wir nicht hier raus? Nein, da kommen wir nicht hin. Aber... Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Aber ich habe hier ein Rad gefunden. Ich kann mal an dem Rad drehen. Wie kommen wir rüber? Warum fragt ihr denn immer mich? Ich drehe hier mal und dann schauen wir mal, was passiert. Hey, das Ding hier klemmt. Vielleicht geht es irgendwie damit. Womit? Was? Ich gehe mal schwimmen. Da, ein Generator. Aha. Ich gehe mal ein bisschen schwimmen hier. Mal schauen, ob wir hier unten irgendwie was Cooles finden. Hey, na guck. Firefly-Anhänger, den niemand braucht. Ich mag ja Collectibles in Spielen, aber irgendwie sollten die, finde ich, schon auch irgendwie einen Zweck erfüllen. Nein, nein, ein Achievement ist nicht einen Zweck erfüllen. Ein Achievement ist nicht einen Zweck erfüllen, sorry. Hey, hier ist die Klemm-Bedienung. Was? Entklemmt. Henry, versuch's mal. Versuch's mal, Henry. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. So, dann bin ich ganz allein in einem abgetrennten Bereich. Bleibt wachsam. What could possibly go wrong? Ich glaube, ich gehe mal da hinten durch. Was finden wir hier? Zeugs, 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 Zeugs. Cool. Ich mag Zeugs. I like stuff. I like money. I also like money. Let's hang out sometimes. Oder so ähnlich. Hey, ich habe ein Elif-Los gefunden. Und ich höre Klicker oder Zombies. Aha, hinter der Tür. Soll ich da mal reingehen? Jetzt schon? Meint ihr, wir kommen noch mal hierher? Nein, ich glaube, wir kommen hier nicht mehr her. Ich glaube, ich gehe jetzt da rein. Oh, Scheiße. Jep. Tu nicht so, als ob wir das nicht gewusst hätten. Bisschen schneller. Ja. Ich bin noch ganz. Alles cool. Wir haben nur ein paar Klicker erschossen, damit wir hier drin plündern können. Denn ich denke mal, die haben coolen Zeugs bewacht. Zum Beispiel ein Stealth Boy. Und ein bisschen Heilung. Und Schere und noch was und noch was und noch was und noch was. Eine Tauchnotiz. Nein, da stand nicht wirklich Tauch, oder?
Gestern haben wir Leute getroffen, die nicht sofort auf mich geschossen haben. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sie sind wieder ihres Weges gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Ach so, fast hätte ich ihnen von diesem Ort hier erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn... Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechten Witze lachen kann? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Gezeichnet Ich. Lieber Ich, wem schreibst du denn diese Briefe eigentlich? Naja, auf jeden Fall hat das scheinbar irgendwie alles nicht so super funktioniert, sonst wären hier keine Klicker in seinem Haus. Oder? Ich glaube, Klicker im Haus ist kein gutes Zeichen. Oh, Klicker, er klebt an meinen Schuhen fest. Ich will dich ins Wasser schmeißen. Los, komm. Du stinkst. Nee, nichts für ungut. Ist ja nicht persönlich gemeint, aber du könntest mal wieder duschen, will ich damit sagen. Ich meine, du bist jetzt so lange da... Ich mach dir überhaupt keine Vorwürfe. Wenn ich so lange da drin wäre, würde ich auch stinken wie sonst noch was. Du solltest jetzt echt kooperativ sein. Komm. Man kann schon stinken, aber man muss dann auch mal was dagegen machen. Ich habe leider kein Deo dabei. Ja, okay. Das war der erste wichtige Schritt Richtung Sauberkeit. Du wirst es mir danken. Ob wir den aufs Floß legen können? Mein Gott, das wäre so cool. Das wäre so gut. Das wäre das Beste überhaupt. Und dann paddeln wir den rüber. Und dann komme ich da drüber an und sage, schau mal, Ellie, was ich gefunden habe. Und dann, glaube ich, habe ich eine Begleiterin weniger. So, versuchen wir es mal. Vorsicht, Pilzi. Nicht, dass hier jetzt was... Ah, Mist, ey. Vielleicht sollte ich ihn rückwärts schieben. Oh mein Gott. Ich habe ihn mit ein bisschen zu viel Schwung gekickt. Nein, er ist, glaube ich, raufgefallen. Habt ihr gesehen, wie das... Naja, auf jeden Fall. Experiment mehr oder weniger gescheitert. Ich glaube, Klicker sind zu schwer für das Floß. Ich hätte es gern gesehen, aber... Hilft nichts. So, Ellie. Ich habe eine von deinen Lieblingspaletten. Ja, jetzt ist alles Paletti. Ich habe auch einen von deinen Lieblingsschlechten Wortwitzen ausgepackt. Na also, sehr schlau. Tja, hättest du wohl nicht gedacht. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Ups. So, könntest du den... Das sind irgendwie eklige Dinger an der Wand. Ich mach doch. Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Und jetzt? Was macht der Generator? Oh. Okay. What is happening? Oh. Ich glaube, jetzt öffnet sich die Wall-Tür. Können wir doch mal drüber reden, wie ich jetzt darüber komme? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Und jetzt? Gibt's einen Plan B oder so? Was mache ich jetzt? Habt ihr euch da Gedanken gemacht? Soll ich fliegen? Ach so! Ja, ich verstehe schon. Sorry, ich war doof. Er hilft mir natürlich jetzt. Nett. Also ich glaube, unser Joel, nass, mit nasser Kleidung, mit nassem Rucksack, vollem Rucksack, ich will nicht wissen, wie schwer der ist. 2 Meter Bodybuilder mit nasser Kleidung und nassem Rucksack. Das wiegt schon ein bisschen was. Ein Werkzeugkasten! Wartet mal kurz, da ist ein Lappen. Wenn ich jetzt hier noch... nee, ich kann nichts mit Lappen craften. Schade. Aber ich mach mal eine Sprengbombe. Also eine Sprengbombe. Was denn sonst für eine Bombe? Könnte auch eine Kuschelbombe sein. Oder eine Zuckerbombe. So süß. Ein Schloss. Yes. Endlich. Jetzt werden wir zum König.
Wow. Eine Akustikfalle. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. Ja, scheinbar haben hier aber wirklich dann... Vielleicht sind die wirklich mit ihm hier eingezogen, denn... Ne? Sieht so aus. Was ist denn das? Ist das eine neue Waffe? Eine abgesägte Schrotflinte? Blunderbaus. Shorty. Shorty wechsle ich jetzt mal gegen... Gegen was denn? Gegen die Schrotflinte. Ah, Shorty ist eine Pistole. Yeah. Shorty McShortington. Die beste Pistole im Land. Schießt die auch mit der gleichen Munition eigentlich wie die... Nein, kann nicht sein. Na dann. Haben wir das auch geklärt. Ihr geht da lang, oder wie? Weil dann gehe ich mal kurz da lang. Bin gleich wieder da. Ich schaue nur kurz. Keine Sorge. Hörst du das? Ach so. Ihr gebt mir nach. Dann gehe ich doch mal kurz da lang. Dann habe ich die Situation falsch eingeschätzt. Entschuldige. Oh, was war denn das? Explosionsradius noch größer. Okay, das heißt, wir sprengen jetzt quasi die komplette Erde. Wenn wir einmal einen Molotow-Cocktail werfen, dann war's das. Dann ist unser Sonnensystem Asche. Ein Aschensystem. Ohne Witz, Leute. Wie könnt ihr hier so lange überleben, wenn ihr nicht plündert und craftet? Es geht doch gar nicht. So unprofessionell. Habe ich kein Verständnis für. Guck, jetzt, wir sind zu viert und niemand kann diesen Lappen da hinten einpacken. Und den Lappen hier auch nicht. I don't appreciate that. Oh, wir sollten hier mal tatsächlich nachladen, kurz. Oh, hier könnte man auch ein bisschen nachladen. Einen Schuss zumindest. Und hier könnten wir auch nachladen. Jetzt will ich mir mal die Schnecken hier ansehen. Sind das Schnecken? Oh, Blutegel oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie Angst vor Licht. Fast wie ich. Okay. Ich glaube, wir betreten Infiziertenland. Wir können hier nicht halten. Das ist Infiziertenland. Achtung! Oh! Shorty ist cool. Na gut, wenn das so ist... Wenn wir hier Party machen, könnt ihr haben. Oh, das sind Klicker. Ellie, du solltest ein bisschen vorsichtiger sein, finde ich. Wir wissen wohl, was mit ihnen passiert ist. Nö. Den Klicker nachzuurteilen, sind sie schon länger. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Es gibt aber noch mehr. So, wo wollen wir lang? Ihr wollt da lang gehen? Dann gehe ich da lang. Oder wollen wir da lang gehen? Weil dann gehe ich da lang. Ach, Mann, ey, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt mal hier die Shorty-Munition noch und dann schaue ich mal kurz da hoch. Ah, ein Skelett. Mehr Skelette. Waschküche. Okay, die haben sich hier anscheinend eine richtige Zivilisation aufgebaut. Also, der war alles andere als allein. Hier waren viele Personen. Hey Susan, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren, ziemlich klug Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, das macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass ich das Dokument wegschalte und nicht mehr weiterlese, dass sie die haben, dann lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Ist auch super, oder? Vielleicht sollte man das vorher klären. Und nicht sagen, hey Kinder, ich habe Wasserpistolen. Und die sagen, yay. Und dann sagt man, tut mir leid, aber eure Mom ist voll der Arsch. Deswegen muss ich euch die jetzt wieder wegnehmen. Könnt ihr euch bei ihr bedanken. Die Bitch. So ungefähr. Ja,
ist es dann, sollte man vielleicht vorher klären, sowas. Bitte vorher klären, beim nächsten Mal. Aber jetzt sind sie alle tot. Hätten die das mit den Wasserpistolen vorher geklärt, wären die jetzt vielleicht keine Pilzmonster und Skelette. Vielleicht. Wer weiß. Wer weiß, wie das kausal so zusammenhängt. Möglich. Leise. 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 Ich geh mal kurz hier rein. Oh, sag bloß, die hatten hier so eine Art Kindergarten oder vielleicht sogar Schule. Keine Ahnung. Möglich. Auf jeden Fall ist hier ganz viel Schrott. Und den Nahkampfwaffe, die wir wirklich nun so überhaupt nicht brauchen, weil unser Nahkampfwaffe ist gerade so awesome. Eine riesen Eisenstange, maximale Aushaltigkeit. Oh, Pillen und ein Brief. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Himmel. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, dieser Ort hier ist deprimierend. Wenigstens kann man gut plündern. Hey, ob es hier rausgeht? Nö. Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Wir kommen hier leider nie wieder raus. Wir sind hier gefangen und werden sterben. Sorry, Leute. Sorry, dass ich euch das jetzt auf die Art mitteilen muss. Sam! Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe einen Sicherheitstor ausgelöst oder so. Partnertausch. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, Spaß. Klicker! Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Ich kann weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Ah, das sind schon ein paar Klicker, ne? Na toll, jetzt hat er die coole Begleiterin und ich hab dich. Nichts gegen dich, wirklich, überhaupt nicht. Aber ich hab das Gefühl, du bist jetzt nicht so kampferprobt. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Okay. Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Und wenn ich purze, rennst du auch. Ich habe gestern ein bisschen übertrieben beim Chili. Wie wär's mit Stealth Kill? Hat sie gelacht. So, zwei Pilzis weniger. Waren es nur noch 148 Milliarden. Okay, mit denen werden wir fertig. Nam, 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 nam. Kind, gut, dass du nicht gegessen werden kannst, so ohne weiteres. Nabend, die Dame. Sie sehen gar nicht gut aus. Bitte ruhen Sie sich hier ein bisschen aus. Nach ein paar Stunden Schlaf geht es Ihnen wahrscheinlich wieder besser. Oh ja. Ups. Ah, ein Messer. Mensch, hier wird man ver... Dich habe ich ja gar nicht gesehen, weil du so leise bist. Aber das ist kein Klicker, oder? Nö.
Klicker würden klicken und die klickt nicht. Du bist kein Klicker. Sei bitte kein Klicker. Ist der Pilz wirklich biolumineszent? Biolumineszentisch? Bioluminent? Leuchtet der? Wisst ihr jetzt mal ehrlich? Ich meine, gut, wenn die einen beißen, wird man infiziert. Ja, okay. Aber sind das im Endeffekt nicht einfach Personen? Also, ich meine, die sind unbewaffnete Personen. Eigentlich. Die sind, eigentlich sollten die, warum sind die so unheimlich? Eigentlich sollten mir das ziemlich egal sein. Unbewaffnete Personen sind nicht besonders gruselig. Ich meine, doch, können unter Umständen schon sehr gruselig sein. Aber in der Regel gibt es Schlimmeres. Zum Beispiel schwer bewaffnete, aggressive, böse Riesenpersonen. Ist das ein Werkzeugkasten, der leer ist? Oh, da ist eine verbesserte Waffe. Leider habe ich schon eine verbesserte Waffe. Schade. Mensch, die schenken einem hier Messer, verbesserte Waffen. Man muss ja fast gar nichts mehr selber craften. Ist ja voll cool. Hello, Lady. Ich bin hier, um sie zu erwürgen. Ich hoffe, das stört sie nicht. Oh, mein Gott. Das war knapp. Ich bin hier, um sie anzuzünden. Ich hoffe, das ist genehm. Oh, oh. Die kommt gleich von hinten. Die hat eine Abkürzung genommen. Oh, der Klicker. Gemeinheit. Ein bisschen Angst. Oh mein Gott. Hallo. Okay, da waren doch gar nicht mehr so viel. Wo kommen denn die jetzt her? Hallo. Ich glaube, das war laut. Aber bis jetzt. Bis jetzt ist keiner hier. Oh. Komm schon, Shorty. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ach was. Ich muss nachladen. Ich weiß nicht, warum er nicht nachlädt, weil ich Shorty nicht habe. Ich schlage mal aus Versehen zu, obwohl ich nachladen will. Ich weiß nicht, was für ein Spiel das wieder ist, das ich da drin habe. In meiner Muscle Memory. I hate you, Muscle Memory. Vielleicht sollten wir gehen, Junge. Vielleicht sollte ich dich da hochheben. Weg hier! Oh mein Gott, kleinen Moment, die Folge hat Überlänge. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ganz, ganz schnell. Beim nächsten Mal flüchten wir dann hier. Hoffentlich lebendig. Macht's gut, bis dann und ciao. Hi Leute und willkommen. The Last of Us Remastered spielen wir. Wir flüchten gerade aus einer Pilzhölle. Ich hoffe, wir kommen hier lebendig raus. Kind, schmeiß mir bitte die Leiter runter und mach keinen Unfug. Danke. Okay, hauen wir ab. Komm. Mein Jung. Ist das Ellie? Na los. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben! Sam! Schnell! Es sind viel zu viele! Ich bin ja schon dabei! Ellie, geh weg von der Tür! Sie zusammen versuchen?
Vielleicht gleichzeitig. Das wird besser gehen, glaube ich. Sam! Er ist durchgekrochen! Ist okay. Sam hat's drauf. Außerdem bringt er sich in Sicherheit. Denk mal drüber nach. Alle nach oben. Na los! Wir sind dicht hinter dir. Ellie, kommst du? Okay. Ach so, das ist gut. Naja, von mir aus. Sind wir schon wieder in Sicherheit oder müssen wir immer noch laufen? Weil ich würde hier auch gern plündern und craften. Oh, noch eine Schrotflinte. Mann, hier ist so viel Zeug. Leider haben wir schon alles. Hilf mir hoch. Ich kann durch das Fenster. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon, oder? Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los. So, die Kinder sind draußen, oder? Wir müssen jetzt hier Stellung halten. Den ersten haben wir. Alles cool bis jetzt. Kein Problem. Kriegen wir hin. Oh nein, jetzt braucht er Hilfe. Echt ungünstig gerade. Vielleicht sollte ich mich mal ganz kurz heilen. Verdammt. Nein, ich sollte mich vielleicht doch nicht jetzt heilen. Kommen wir schon raus? Los, los, los! Puh. Frische Luft. Wie viele waren denn da drin? Wie viele haben da gewohnt? Oh, wollt ihr mich verarschen? Für die Warnung auf der anderen Seite. Schön, das ist witzig. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Ach verdammt, die haben anscheinend Decent Feeble gewohnt, oder? Und die müssen dann wieder von Zombies überrannt werden und sterben. Traurig. Wie geht's dir, Kleiner? Ist ja echt knapp, hä? Ja. Nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben's geschafft. Ja. Geschafft. Cool, Abenteuer. Genug Abenteuer für heute. Jetzt kommt wieder. Ich finde es schön, dass dieses Spiel eben auch so schöne Passagen hat. Viele Horrorspiele oder die meisten sind ja doch dann eher durchgehend irgendwie anspannend und wobei ich jetzt The Last of Us nicht unbedingt als... Na, es hat schon starke Survival-Horror-Anleihen, aber ich würde es jetzt trotzdem nicht so als klassisches Horror- oder Survival-Horror-Spiel bezeichnen. Tja, was habe ich gesagt? Hm? Aber diese... Sehen, wie wir hinkommen. Diese schönen Passagen hier im Kontrast zu dem... Wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Im Kontrast zu den Zombie-Löchern finde ich schon sehr schön. Und dass da oben Scheren liegen, finde ich auch gut. Ist da eben ziemlich heftig, ha? Oh ja. Absolut. Wie hat dir Zara getroffen? Oh, meine Freundin, Marie, wollte, dass er mich zu den Feiertags nimmt. Genau, und jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joe? Ja, ja. Whatever you said. Mal schauen, was wir craften können. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr plündern. Wie war es hier uninfiziert? Eigentlich fast genauso. Hat sich kaum was verändert. Ach so, außer natürlich, dass wesentlich weniger Infizierte auf den Straßen waren. Aber sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert.
den Straßen sind eigentlich nicht sehr viele Infizierte. Eher in den dunklen Löchern. Und ich glaube, da waren schon immer viele Infizierte. Nur mit was? Dam, dam, dam. War ich schon im Obergeschoss? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, in dem Klo war ich noch nicht. Ich könnte mich an diese Toilette erinnern, wenn wir hier schon gewesen wären. Ich habe nämlich ein fotografisches Gedächtnis, wenn es um Toiletten geht. Ich kann mich an jede Toilette erinnern, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Man nennt mich auch den Toilettenmeister oder den Toilettier in manchen Bereichen meiner Fantasie. Eine weitere Nachricht, eine weitere Schießerei. Ach so, Nacht. Ich kann nicht richtig lesen. Das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Ah, er sagt, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Na, das war keine gute Idee, oder? Hey, aber wäre hier zu bleiben eine bessere Idee gewesen, wenn hier nachts immer irgendwelche Plünderer kommen und alle töten? Ich weiß nicht, aber vielleicht hätte sich irgendwie die Nachbarschaft hier besser organisieren sollen. Aber vielleicht haben die sich alle gegenseitig auch gar nicht mehr vertraut. Vielleicht hat da jeder jedem die Schuld gegeben und letztendlich... Kann ich jetzt auf dir am Bett rumspringen? Nein, es gibt keine Sprungtaste. Oh. Oh. Was für ein tragisches Schicksal. Ironie des Schicksals. Ein riesiges Bett, das niemand mehr braucht und keine Sprungtaste, um darin rumzuspringen. Warum? So. Gibt es hier noch mehr Häuser, die man plündern kann? Wisst ihr, was witzig ist? Als wir in diesem zombie-verseuchten Loch waren, in diesem Pilz-Kanalisationsloch gerade, habe ich mir gedacht, wann kommt denn eigentlich diese eine Stelle, diese eine ganz gewisse Stelle? Und... Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Ja, das glaube ich sogar. Das glaube ich sogar. Aber ich glaube auch, und das glaube ich wirklich, ich glaube, dass hier das Bild, das hier gezeichnet wird... Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Vielleicht sind sie coole Hunde. Die sind wild. Na... Vielleicht wird das Bild, das hier von der Menschheit gezeichnet wird, aber doch zu düster. Natürlich würde es dann auch plündernde Banden geben, aber ich glaube, gerade in so kleinen nachbarschaftlichen Gegenden wird auch sehr viel Kooperation stattfinden. Und ich glaube, sehr viel Wiederaufbau oder Aufrechterhaltung des Wenigen, was man hat. Das kennt man ja aus Kriegszeiten. Das ist durchaus auch so. Müssen wir vor den Hunden Angst haben? Oder können wir die... Hätten wir jetzt ein paar Pilzzombies dabei, könnten wir die vielleicht füttern und dann würden sie uns lieben. So wie wir sie. Okay. Und dann hätten wir Hundebegleiter. Dann würde ich sagen, Ellie, tut mir leid, ich habe jetzt einen Hundebegleiter. Ich weiß, du bist ein wichtiger Storyplot und nur wegen dir sind wir hier, aber eigentlich, ich habe jetzt einen Hundebegleiter. Nichts gegen dich, aber Hundebegleiter. Machen wir vielleicht Reichweite. Reichweite für die Schrotflinte klingt gut. Oh, ich hätte eigentlich gern Shorty noch verbessert. Kann ich noch mehr Holz da bauen? Nein. Aber Shorty verbessern klingt irgendwie gut. Magazinkapazität macht bei dem hier echt Sinn. Warte mal, erhöhe ich dadurch die Streuung oder erhöht die Streuung der Waffe? Ich schätze mal, das ist gut. Dann erhöhen wir mal die Streuung wie sonst noch was. Die Schussfolge wird auch erhöht. Das Nachladetempo auch. Stecken wir mal alles in Shorty heute, so gut es geht. So, Shorty to the max. Ein bisschen Schrott haben wir noch. Ich benutze ja schon sehr viel die Pistolen, ne? Aber andererseits finde ich eben diese Upgrades alle nicht so sinnvoll. Es ist halt... Ich bin halt jemand, ich hätte einfach gern...
Waffenschaden und dann sage ich, oh, panzerbrechend. Das können wir uns nicht mehr leisten. Panzerbrechend würde ich schon machen. Zielfernrohr? Okay, vielleicht gibt es doch hier sinnvolle Upgrades. Zielfernrohr ist jetzt mal gut. Ich schau mal, beim nächsten Mal vielleicht panzerbrechend. Ah, sie hat sogar darauf reagiert, dass wir jetzt ein Zielfernrohr haben. Und wie gucke ich jetzt da durch? Auf X. Nein, das war nicht X. Keine Sorge, ich schieße nicht auf die Hunde, es sei denn, äußerster Notfall. Vielleicht können wir die Hunde meiden und die da in Ruhe spielen lassen. Ja, die spielen nur. Die tun sich nichts. Ach, diese Aufhebanimation, ich liebe sie einfach. Ich liebe dich. Ich gehe mal zu der Aufnehmanimation, wenn ich die irgendwo sehe. Wenn wir abends im Club sind, die Aufnahmeanimation ist wieder auf der Tanzfläche, gehe ich immer hin und sage, Alter, ich liebe dich. Und dann sagt die Aufnahmeanimation nichts. Denn die kann gar nicht reden. Und die existiert auch gar nicht wirklich. Und dann wird mir das immer bewusst und ich werde sehr melancholisch. Brief. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Punkt. Pass auf deinen Bruder auf, er will jetzt von dir beschützt werden. Was? Er will? Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Ah, geht nicht nach Pittsburgh. Ganz viel Sklaverei und komische Mutanten und... Ah, nee. Oder? Falsches Universum. Öffne niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt deine Größe zu deinem Vorteil ein. Wie soll man denn beim Unauffälligsein die Größe zum Vorteil nutzen? Indem man sich als Giraffe tarnt. Wir wissen ja nicht, wie groß. Oh, Hidden Room. Schade. Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Kann ich Ellie hochschicken? Kann ich wirklich? Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind hier auf der Spur von etwas ganz Großem. So ein Boomer-Zombie. Und, was gefunden? Oh, bitte. Ein Buch. Ein Survival Guide. Geili. Give it to me. Nahkampfwaffen halten 2 Treffer länger. Oh, das ist so awesome. Danke. Hätte ich dir irgendwie helfen sollen, Ellie? Nein? Danke? Okay. Hallo, Badezimmer. Badezimmer geht immer. Hallo, Schlafzimmer. Schlafzimmer geht immer. Und da jedes Zimmer im Haus mit Zimmer aufhört, kann ich diesen Reim auch immer sagen. Also der geht auch immer. Außer, wenn ich in den Keller gehe. Oder auf den Dachboden. Weil die enden nicht auf Zimmer. Das Dachzimmer. Könnte man sagen. Könnte man sagen. Macht aber keiner. Weil es bescheuert klingt. Und das Kellerzimmer. Oder das Unter der Erde Zimmer. Unter der Erde. Unter der Erde. Niemand brät hier eine Schafsherde. Unter der Erde. Die Bienen summen in der Luft. Nee, falscher Song. Die Maulwürfe summen im Gebälk. Ich weiß es auch nicht. Hilfe. Ich wollte doch nur ein bisschen Zerstreuung für euren tristen Lebensalltag generieren. Oh Gott. Ich werde wahnsinnig. Ich weiß nicht, ich würde mich hier schon gerne noch umschauen, aber hier, glaube ich, geht's weiter. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ich würde mich gerne nochmal kurz umschauen. Weil wir könnten hier vielleicht noch wirklich epische, coole Sachen verpasst haben. Ich weiß es ja nicht. Aber da unten, wo die Hunde balgen, sollten wir vielleicht nochmal hingehen. Oh, hallo Hunde. Na schau. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Aha.
Ein Ziegelstein. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Hä? Hunde? Hunde, alles klar? Ja, sieht ganz so aus. Wo? Wo dann? Hä? Ich kenne da wen. Ah. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ha? Was hat er gesagt? Ich habe nur brr verstanden. Nö, 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 nö. Na gut, dann grillen wir uns jetzt noch ein Steak, würde ich sagen, und dann reiten wir los. Hey, man muss doch nicht gleich die Stühle so umschmeißen. Ich wollte hier vielleicht noch ein bisschen, wollen wir es uns nicht? Ich möchte hier, da will ich es uns mal gemütlich machen. Man muss ja auch mal an seine Psyche denken. Was ist denn das Überleben wert, wenn man sich nicht mal einfach Zeit nimmt, um gemeinsam hier in der Gruppe gemütlich ein bisschen hier abzuchillen? So ein schönes Wetter, ey. Die Pilzsporenbelastung ist minimal. Aber ich sehe schon, ihr wollt Abenteuer erleben. Na gut. Ah. Leute, ich würde sagen, das hier ist eine schöne Stelle, um die Folge hier zu beenden. Und beim nächsten Mal gehen wir runter in die Gegend da unten. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hi Leute und willkommen zu The Last of Us Remastered. Klingt wie Mustard. So, wir gehen jetzt hier runter in diesen Hof, denn da passieren gleich Sachen. Spoiler-Alarm! Deckung! Guckt Sachen. Scheiß Scharfschütze. Wo ist das her? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Ich bin vorsichtig geboren. Stimmt gar nicht. Ich bin unvorsichtig geboren. Hä? Was? So, was? Wer redet hier? Alle die Klappe halten. Wir haben hier einen Scharfschützen. Ich gehe mal hinter die Mülltonnen. Ich bin mir sicher, die sind kugelsicher. Wir würden gerne überleben, wenn es möglich wäre. Ist das okay? Das Problem ist, dass er mich gesehen hat. Das heißt, er weiß jetzt, ich bin hier. Aber ich weiß, dass er hier ist. Und somit einigen wir uns auf Unentschieden. Hunde! Los, Hunde! Holt ihn euch! Hat gerade einer in dem Haus gesagt. Yep. Der da wahrscheinlich. Old dude with helmet. Young dude with cap. Wisst ihr was? Ausschau halten! Hätten sie mal besser Ausschau gehalten. Den Tod haben sie gefunden. Den Tod. Nur den Tod. Kapuzen-Guy ist noch unterwegs da draußen. Wenn der hier reinkommt, dann verteile ich ihn gleich. Ist schön, dass der da brennend am Boden liegt und er fühlt den Puls. Einer ist tot! Einer ist tot! Zwei sind tot! Warte mal, ich glaube gleich sind drei tot, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, tatsächlich. Ups. Wer wird hier für wen bezahlen? Oh mein Gott. Molly Guy war das. Danke, den kann ich brauchen. Der klebt mir schon wieder an den Beinen fest, an den Schuhen. Ich mag so Gegner. Ihr wisst es ja. Ich bin ein Riesenfan von so ein bisschen wacky Gegnerphysik. Wenn die irgendwie nicht ganz richtig ist, wenn die irgendwie übertrieben ist, wenn die nicht ganz stimmt, wenn Gegner an den Fußsohlen hängen bleiben, an den Schuhen kleben bleiben, dann ist das genau die Gegnerphysik, die ich gern hätte. Also die Ragdoll-Physik meine ich mit Gegnerphysik. Was rede ich denn? Gegnerphysik, so ein Quatsch. Ragdoll. Nennt man das heutzutage noch Ragdoll-Physik? Früher war das so. Damals, als ich noch jung war. Und knackig. Ich war nie so wirklich knackig. Ich habe sogar mal wirklich so ein halbes Jahr lang intensiv Sport gemacht. Ich glaube, in der Zeit war ich schon ziemlich knackig. Aber das war nur ein halbes Jahr. Und das war es nicht wert, ehrlich gesagt. Das war es nicht wert. Kann ich keinem empfehlen.
War nichts für mich. Es lebe der Sport. Der ist gesund und macht uns hart. Aber nichts für mich. Wobei, als ich Dance Revolution mit der Tanzmatte hatte, da habe ich schon ziemlich viel. Ja, wirklich. Ne? Und auch mit, wie hieß es? Fällt der Name nicht ein. Ich finde, ein Scharfschützengewehr sollte eine One-Hit-Kill-Waffe sein, oder? Findet ihr auch? Ich finde, das ist schon eine Videospielregel. Vielleicht wirst aber du auch dafür bezahlen. Aha. Aha, wer kommt denn da? Der war tatsächlich schneller als ich. Zum Glück hat er echt nicht gut gezielt. Von einer Küche zur nächsten. Von Küche zu Küche. Lappen und Schere. So. Komm du nur rein. Ja, wahrscheinlich bin ich da, wo du gerade hinguckst. Höchstwahrscheinlich. Da bist du gerade vorbeigelaufen, du Idiot. So, schauen wir mal, ob das mit dem nächsten auch so schön funktioniert. Na komm. Verdammt nochmal, wo ist der hin? Wo steckst du, Mistkerl? Ich habe mich aufgelöst. Das ist meine. Ich habe zwei Superkräfte. Ich habe ein Gehör, das nur Götter haben. Ein Göttergehör. Man nennt es auch Gotteur. Und ich bin ein Schatten. Und manchmal stehe ich auf und schieß. Oh, und dann kommst du zu einer Rangelei in der Küche. Hey Mann, wir können das doch regeln, oder? Ja, können wir. Leider nicht zu deinen Gunsten. Sorry. Hey, ich mein's ja nicht böse. Ihr seid diejenigen, die hier unbedingt auf uns schießen müssen, oder? Wir sind jetzt wirklich... Ich meine, unser Hauptcharakter Joel ist eine harte Sau. Der kennt da überhaupt nichts. Wenn's ums Überleben geht, versteht der keinen Spaß. Aber wir können... Man kann mit ihm reden. Wenn man ihm nichts Böses will, dann ist er ein umgänglicher Kerl. Aber ihr... Nicht so. Und da ist das Problem. Vielleicht mangelt es nur an Kommunikation. Wahrscheinlich sind die genau wie er. Ah, so schade, wenn die nur reden würden. Wenn ich da dabei wäre, würde ich sagen, so, und jetzt setzt euch hier alle mal an den Tisch zusammen. Ich schließe ab und ihr kommt erst wieder raus, wenn ihr euch vertragen habt. Und wenn ich dann 2 Stunden später wieder aufmache, ist alles voller Blut und Eingeweide. Nur noch einer sitzt alleine da. Wahrscheinlich ist es leider, wäre es wahrscheinlich leider so. Ich glaube, ich sollte hoch zum Scharfschützen gehen und nicht einmal ums Haus rumschleichen und abhauen. Oh, das ist aber nicht schön gemacht, liebe Entwickler. Da wart ihr ein bisschen schlampig. Und das in der Remastered Edition. Davon, also von Naughty Dog hätte ich mehr erwartet. Naughty, Naughty Dog. Nein, sowas ist ja, sowas kommt in den besten Spielen vor. Da kann man noch so polischen, so Kleinigkeiten. Das passiert ganz oft. In so Speedruns, ich weiß nicht, guckt ihr Speedruns? Ich bin ein Riesenfan von Awesome Games Done Quick und auch den Summer Games Done Quick, so Spendenmarathons. Und guck auch so ganz gerne Speedruns. Finde ich alles einfach wirklich cool. Und in diesen Speedruns lernt man sehr viel über die Fehler in Spiele, weil die natürlich teilweise wichtig sind für die Strategien, die benutzt werden in diesen Speedruns. Und das sind teilweise sehr lustig und sehr skurril und es macht einfach immer wieder Spaß zuzugucken. Schon also es macht unter anderem Spaß, ich finde es komisch, dass das Badezimmer 2 Eingänge hat, ich finde es unter anderem macht es eben Spaß zuzugucken, weil die Leute, die Speedrunner, sind einfach teilweise so crazy, mein Gott, also so crazy irre gut. Die haben einfach Stunden, hunderte von Stunden Training in diesen Spielen und machen einfach Sachen, gerade wenn man die Spiele selber gespielt hat, wo man sich nur noch denkt so, Alter, ihr seid so crazy. Also im Positiven. Für mich im Positiven. Manch andere würde sagen, die sind verrückt. Ich find's total cool. Naja. Und zweitens eben, weil die eben Spiele so kaputt machen und eben jeden noch so kleinen Fehler genau kennen und wissen, wie man den ausnutzen kann. Und selbst die gepolischten Superspiele,
Also Nintendo ist ja bekannt dafür, seine Spiele sehr gut zu polischen. Und selbst die super gepolischten Nintendo-Spiele sind voller Super-Bugs, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich hab danach geguckt. Du kannst da nicht gewesen sein. Ah. Und jetzt kommen 520 andere. Und wir gehen ans Scharfschützengewehr. Oh, das sind unsere Freunde. Puh, das war knapp. Ach, come on. Das ist immer das, oder? Wenn man versucht, jemanden zwischen den Beinen durchzuschießen, schafft man es nie. Nein! Gut gemacht. Yeah. Was denn? Wo ist denn noch? Oh. Oh, da. Oh, das war doch ein super Treffer. Da hinten habe ich gerade noch einen gesehen. Da sollten wir aufpassen, dass der den nicht flankiert. Oh, da ist auch einer. Hey. Los. Mein Gott, ey. Wir sind echt so eine krasse Armee. Wie viele Leute wir killen. Es ist so lächerlich. Aber ich beschwere mich nicht. Ich find's lustig. Okay, Freunde. Auf was schießt ihr noch? Oh, Panzerwagen. Ich kann's ja mal versuchen. Nein, nein. Nächster. Ich weiß ja auch nicht. Ich kann ja nur im Grunde durch die Schlitze schießen und da ist keiner. Und auf alle anderen halt. Moment. Aufhören. Da kommt einer oben raus. Ja, oder? Ich glaube schon. Komm, komm, komm. Ah, so ein Arsch. Na, was jetzt? Haha. Game over. Scheiße! Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Ist das dieser Sam Wise Gamgee? Sieh mal da. Was denn? Okay. Geschafft. Und jetzt? Wir müssen weg. Okay. Sam! Okay, ich glaube, die Ghule kommen. Die Ghule? Weird. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Okay. Wisst ihr was, ich habe scheinbar unendlich Munition. Vielleicht können wir jetzt die ganze Stadt säubern. Jetzt wäre die Gelegenheit. Oh oh. Vielleicht auch nicht. Irgendwie kann ich nicht mehr zielen. Sind die vielleicht... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube, es ist zu spät. Oh Gott. Wollen wir das Gewehr nicht mitnehmen? Okay, dann nicht. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Aber das Gewehr da oben hat unendlich Munition. Wollen wir das wirklich nicht mitnehmen? Okay, scheinbar nicht. Wir craften lieber ein bisschen an unserem alten kleinen... Ich glaub dir kein Wort. Repetiergewehr. Ernst?
weiter. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Hm. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam!
Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Ellie? Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst Sam. Mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. In Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ich fühle den dringenden Drang, euch zu begrüßen. Hallo und willkommen. Wir spielen wieder The Last of Us Remastered auf der PS4 und wir schauen uns jetzt hier um auf dem Weg zu seinem Bruder, zu den Fireflies, also zumindest will er Kontakt herstellen. Plündern. Wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Das wäre ein guter Plot-Twist, wenn in sich dann rausstellt, dass unser Joel hier schon komplett irre ist, einfach schon seit Jahren. Und Tommy ist schon vor 10 Jahren in den Fluss hier gefallen und ertrunken. Und jetzt folgt er immer dem Fluss der Strömung entlang, weil irgendwo ist dann sein Gerippe eingeklemmt. Was ist zwischen euch vorgefallen? Oder so. Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich's doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach in Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und wer soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Weiter. Immer diese Meinungen, oder? Wenn es die nicht gäbe, hätten wir alle kein Problem. So, was haben wir hier? Noch ein Comicbuch. Ich habe schon so viel gefunden und konnte ihr nie geben. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht geben kann. Oh, der sieht aber ziemlich aus wie, ich weiß nicht mehr, Ultron oder so. Buch 5. Oh Mann, das ist ja noch voll früh in der Story. Der Sieg der Reisenden war absolut. Und so waren auch die Bedingungen der Kapitulation der Menschheit. Das Fleisch jedes noch lebenden Mannes, Kindes und jeder Frau wurde zur Kriegsbeute erklärt. Wie lange wird Daniela... Wirklich? Hieß die schon immer Daniela? Ihren schrecklichen Clown entkommen können. Daniela hat schreckliche Clown und er entkommt ihnen sich selbst? Nein, ich weiß schon, wie es gemeint war. Ich glaube, ich craft mal schnell zwischendurch. Hey, wir haben 100 Pillen. Maximale Gesundheit. Pretty awesome. Wir haben eine Superwaffe, wir haben Messer. Machen wir uns noch einen Molly. Und eine Nagelbombe. Ach so, warte, machen wir lieber noch eine Nagelbombe. Wer diese Rauchbomben? Ich benutze sie einfach nicht in Wirklichkeit. Bei dem Panzer war das vielleicht ganz nett, aber keine Ahnung. Ich bin eher so der so lange draufschießen, bis alles explodiert Typ. Weniger der, ich werf mal Bomben und... Ne. Aber schön, dass einem das Spiel alles erlaubt. Na gut, okay, ich muss zugeben, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad erlaubt einem das Spiel nicht mehr so sehr. Einfach auf alles draufhauen, bis es kaputt geht. Da muss man schon auch viel schleichen und so. Stealthen. Ich bin immer ehrlich gesagt kein Fan von Stealth-Spielen. Irgendwie. Deswegen
spiele ich meine Stealth-Spiele gerne wie Action-Spiele, aber zum Glück funktioniert es ja meistens. Wow, was ist das? Ein Damm. Das ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser-was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Nee, ja, zumindest, dass Turbinen angetrieben werden, könntest du schon noch wissen, oder? Irgendwie weiß man das, oder? Weiß man das? Ich glaube schon. Ist es nicht auch in Atomkraftwerken so, dass einfach nur Turbinen angetrieben werden? Ist es nicht irgendwie das Witzige, dass eigentlich immer einfach nur Turbinen angetrieben werden? Wir spalten zwar Atome, aber im Endeffekt können wir die Energie aus dieser Atomspaltung nur dadurch nutzen, dass wir damit Wasser zum Kochen bringen, das dann Turbinen antreibt. Yeah. Das klingt auf einmal gar nicht mehr so Hightech irgendwie. Drehen wir mal an diesem Rohr. Ich weiß nicht genau warum. Ah, weil wir dann drüber rübergehen können. Na dann, befürchte ich, dass ich mal wieder tauchen werde. Weil du bist... Wir sollten dir vielleicht jetzt mal Schwimmen beibringen. Vielleicht jetzt nicht hier in diesem reißenden Fluss, aber... beim nächsten See wird Schwimmen gelernt, okay? Ellie. Oh mein Gott, es ist tief hier. Ich will... Da ist ein Fisch, glaube ich. Ich will diesen Fisch. Irgendwie kann Cole nicht... ich sage immer Cole. Warum denn? Irgendwie kann Joel nicht tiefer tauchen. Das ist das... aber da ist gelbes Band. Warte mal, ich muss auftauchen. Ich muss ein bisschen Luft holen. Und jetzt tauchen wir mal runter. Weil da ist gelb. Und gelb bedeutet, da ist was. Und wenn da was ist, bedeutet das, da können wir mal schauen. Ah, okay, ich verstehe schon. Da ist das Floß für Ellie. Und es ist durch die Öffnung, die ich gemacht habe, runtergeflossen in den See. Nein, doch nicht. Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Ich find's lustig, dass die Charaktere darauf eingehen, dass das immer und immer und immer wieder die gleiche Rätselmechanik ist. Palette finden, Ellie transportieren und fertig. So, noch ein kleines Stück. Ja, und? Wir sind da. Du kannst aussteigen, Ellie. Und während du jetzt hier kurbelst, werde ich noch ein bisschen tauchen gehen. Also, erstens Ellie Schwimmen beibringen, zweitens Sauerstoffgerät zulegen. Das sind jetzt die beiden Sachen, die ganz oben auf meiner Agenda stehen. Ich will noch mal schnell in das Haus da unten. Vielleicht ist da noch Plunder zu plündern. Oder vielleicht sogar Plünder zu plündern. Aber es scheint, als wäre hier nichts gewahrt. Mir wird gewahrt, dass hier nichts zu sein scheint. Ich wäre ganz furchtbar auf so Mittelalter-Festivals. Ich war noch nie auf so einen. Vielleicht ist das ein ganz böses Vorurteil, dass man so redet. Warum böses? Ist ja nicht schlimm. Aber ich glaube, ich wäre nicht gut drin. Nun gut denn, holde Maid. Ich werde nun über diesen Damm hier schreiten. Tötötötötö. Klar. Sehr wohl. Ich werde mein Gewand nicht in Wasser tauchen. Das war lustig gerade. Wegen dieser Passagen ist das Spiel so großartig. Nicht nur, aber diese Passagen machen viel aus. So, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen spazieren, weil ich sehe hier schon zum Beispiel Schere, Klebeband. Wir haben volles Klebeband. Zum Glück ist ein Messer kaputt gegangen. Sonst könnte ich dieses Klebeband hier gar nicht mehr mitnehmen. Hey, ein Teddy... Oh, okay. Das ist zu klein für ein Grab. Ich habe vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt.
Schon gut. Tut mir leid. Gehen wir zu Tommy. Ach ja. Ach ja. Wenn ich mal einen Staat habe, meinen eigenen Staat, der auf psychischen... Oh, das ist ein gutes Konzept, oder? Man macht einen Staat, der auf so psychischen Mechanismen basiert. Total crazy Konzept. Auf jeden Fall wird dann Joel der Verdrängungsminister. Ich weiß nicht genau, wie man das politisch umsetzt, aber da gibt es dann den Verdrängungsminister und den Triebminister. Ich genau. Weiß, hab ich auch. Der Triebminister ist zum Beispiel für Essen da. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. So, gut. Es sieht kalt aus, oder? Und wir sind gerade in so einem reißenden Gebirgsbachplanschen gewesen und gehen jetzt hier mit nassen Klamotten durch die Kälte. Und dann soll er sich mal wundern, wenn er krank wird. Gleich. Darum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Aber erst müssen wir in dieses kleine Häuschen hier. Denn ich habe das Gefühl, als wäre hier eine Karte. Brauchen wir die? Lesen. Eine Karte des Kraftwerks. Vergrößern. Es ist wunderschön. Außerdem haben wir Sprengstoff, Zahnräder, Flüssigkeit, Lappen, Schere. Alles, was das Lutherherz begehrt. Melon! Sesam, öffne dich! Ist hier vielleicht irgendwo eine Klingel oder so? Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen! Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Du bist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sniper Wolf. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Pferde. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Cool. Die Pferde waren aber... Wenn ihr gleich mit Pferden anfängt, was kommt denn dann zum Schluss? Ja. Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hause und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Tschö. So,
So. Schwägerin. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ja, nun? Ich hab da was für dich. Oh, ja, danke. Was denn? Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Bier. Das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Der hat es immer noch nicht verarbeitet. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, ist okay. Halt alleine? Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Ach ja. Zumindest können wir sprinten. Brother Heart. Sagt man das im Englischen? Bruder Herz? Ich glaube nicht. Darf ich kurz da reingucken? Ich bin gleich bei dir, Brüderchen. Ich will nur schnell schauen, ob ihr irgendwie hier Gerümpel rumliegen habt, den ihr nicht mehr braucht. Ich brauche nämlich alles. Zum Beispiel die Pillen hier. Und das da alles. Außer die Flüssigkeit, die könnt ihr behalten, bitte. Hey! Nee, Flüssigkeit brauche ich wirklich nicht. Ich mache mir noch eine Zuckerbombe und dann sind wir voll aufgecraftet. Wisst ihr, was ich nicht ganz verstehe? Warum ist denn da unten rechts ein Symbol für Nahkampfwaffe? Obwohl da nichts angezeigt wird, aber ich habe da oben die Nahkampfwaffe. Und es wird mir rot angezeigt, als hätte ich keine Nahkampfwaffe. Hä? Was? Bitte? Naja, gut. Wo waren wir? Bruder, ich komme. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Das waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tief. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Und vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Ist das Marlene? Hallo Marlene. Ah, oh, der hat einen Tennisball. Na, das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Cool. Hey, Flüssigkeit. Brauche ich nicht, aber das Tempo dahinter nehme ich gern mit. Das Taschentuch. Die beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Hallo, Genies. Wir glauben, es klappt diesmal. Ich klau mal euer Zeug. Tut's nicht? Ich hab nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Ui, was haben wir denn hier? Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Rauchbomben. Pff, whatever. Was haben wir denn hier? Oh yeah. El Diablo. Ja. Ist so ein bisschen Resident Evil 4-like, oder? So Broken Butterfly. El Diablo. Panzerbrechend. Ah, zu teuer. Hier vielleicht panzerbrechend. Ja, da machen wir jetzt mal panzerbrechend draus. Cool. Und so geht das doch. El Diablo hätte ich, glaube ich, gern auch. Ah, ist schon ausgerüstet. Okay. Sehr gut. Moment, da ist nur ein Schuss in El Diablo. Was ist denn mit der Waffe los? Naja, ich find's cool. Leute, wir machen jetzt hier mal kurz Pause. Morgen machen wir die Führung dann mit Tommy zu Ende. Ich bin gespannt, was er uns noch Tolles zeigt.
Macht's gut. Bis morgen dann. Ciao. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.